zu Ende, was wir uns eben vorgenommen haben. Die Quests hier und dann gucke ich mal nach dem Zeitstrang. Lukta! Die Blockade von Dranoschar. Ihr seid diejenigen, die sich im Süden im Alleingang um die brennende Klinge gekümmert hat. Meine Ohren sind überall, mein Mädchen. Und Neuigkeiten reisen schnell. Quest beenden. Neue Quest. Missglückt. Die Flut im Südwesten hat eines der Lager der brennenden Klinge zerstört, die Dorota so hässlich machten. Dieses Lager wurde von Zischel Dunkelklaue angeführt. Glaubt mir, ohne ihn sind wir besser dran. Dunkelklaue hat allerdings eine Kugel besessen, an der die Horde sehr interessiert ist. Man weiß nicht warum. Meiner Meinung nach können sich die Hexenmeister darum kümmern. Ich weiß nur, dass ich die Kugel für sie besorgen muss. Erhalte Zischels Kluge von Zischel Dunkelklaue und im Donnergrat. Das ist Zischel Dunkelklaue, ein kleiner Goblin. Nehmen wir an. So, und dann habe ich gerade gehört. Mavdul, vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du da bist und reinschaust. Das freut mich. Wir sind gerade dabei zu questen mit meiner Trolljägerin. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Das ist sie. Manora. Und wir sind in Dorota. Wir sind Level 15 grad geworden, haben ein Talent ausgesucht und wollen jetzt hier weiter questen und leveln und ein bisschen quatschen. Wie geht's dir? Was treibst du so? Spielst du auch gerade was? Mavdul. Nächste Quest annehmen. Donner von unten. Unsere Armee braucht Wasser. Und das haben wir dank der Elemente nach dem Kataklysmus jetzt reichlich. Das Wasser, das die Schlucht südwestlich von hier gefüllt hat, sollte ausreichen. Leider sind die Leichname der Donnerechsen noch überall unten in der Schlucht. Und die elektrischen Stöße, die sie von sich geben, sind ein bisschen gefährlich. Ich habe Grunzer, die sie aus dem Wasser ziehen können. Aber ich brauche jemanden, der geschickt genug ist, sie am anderen Ende des Seils zu befestigen. Seid ihr die Frau, die ich suche? Befestigt die Magiestoffleine an 8 ertrunkenen Donnerechsen im Donnergrat. Und hier ist noch eine Quest. Der Wolf und der Kodo. Mein Kollege hier hat Pläne mit euch, denen ich nicht zustimmen kann. Er ist hastig, unkontrolliert, unverantwortlich und außerdem bezahlt ihr am Ende vielleicht auch noch mit eurem Leben. Bevor ihr mit Gor sprecht, möchte ich euch bitten, euch die Geschichte anzuhören, die ich zu erzählen habe. Es geht bei der Geschichte um ihre Moral. Es ist eine Fabel. Ich glaube aber, dass die Moral dieser Geschichte für euch sehr wertvoll sein könnte. Sprecht mit mir, wenn ihr sie hören möchtet. Lauscht der Moral der Geschichte von Shin Steinsäule. Annehmen. Erzählt mir eure Fabel, Shin, sage ich. Mal gucken. Eines Tages war der Wolf sehr hungrig, also lief er nach Osten, um Nahrung zu suchen. Dann laufen wir wohl mal nach Osten. Osten. Da. Entschuldigt, ich bin zum einen noch ein bisschen erkältet. Zum anderen wird bei uns ja gerade hier gebaut. Es ist so viel Baustaub in der Wohnung. Da kannst du putzen und saugen, so viel du willst. Und das legt sich so ein bisschen auf die Lunge. Da die Geschichte der Wolf und der Kodo heißt, denke ich, ich muss dahin und ihren Namen leuchten. So, nun. Er traf auf 2 sich bekämpfende Kodos. Gewitzt wie er war, lag er auf der Lauer und wartete, bis einer der anderen besiegt wurde. Als der schwächere Kodo starb, sprang der Wolf hervor und versuchte ihn zu fressen. Nom, nom, nom. Doch der andere Kodo war über den ungestümen Wolf so aufgebracht, dass er ihn schnell tötete, bevor er fressen konnte. Aua.
Ah ja. Okay. Früher war alles so viel besser. Was ist nur mit uns geschehen? Die Moral der Geschichte: voreilige Handlungen, die aus Faulheit getätigt wurden, können ein böses Ende nehmen. Wir sollten den Lauf der Dinge nicht überstürzen. Wir müssen uns unsere Belohnung verdienen. Ich habe versucht, dem Vollstrecker diese Geschichte zu erzählen. Aber sein Höllschrei verheerender Schädel hat sie einfach nicht verstanden. Ich bin wohl auch Höllschrei verheerend. Ich finde die Geschichte jetzt auch nicht so einleuchtend. Was braucht ihr? Noch eine Quest. Loktar Ogar, Soldat. Ihr könnt die Warnungen nicht beachten. Ihr könnt die Worte der Schamanen ignorieren, Soldaten. Es gibt gewisse Leute in der Horde, die auf unsere Zusammenarbeit bestehen. Ich kann euch aber versichern, dass dieser Thrall-verrückte Scharfseher nicht einmal über seine eigene Hutspitze sehen kann. Die Elementare führen westlich von hier miteinander Krieg. Normalerweise wäre mir das egal, aber ich brauche dieses Gebiet, um die Schiffstraße von hier ins Brachland zu vergrößern. Die Elementare sind normalerweise recht stark, aber durch ihre Kämpfe miteinander sind sie geschwächt. Mit diesem Wissen sollte es euch ein leichtes sein, sie zu zerstören. Zerstört 12 verfeindete Elementare. Ihr könnt wütende Erdwächter oder belebte Wasserwächter töten. Annehmen. Ja, es ist halt viel Grinden. Nein, ich spiele WoW nicht, kenne es aber. Ah, okay. Grinden ist ja nicht immer was Schlechtes. Ich mag Grinden. Bei WoW muss man auch viel grinden. Lalalalala. Reiten. Ich vergesse es immer. Dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Ja, Grinden ist halt bei mir so tatsächlich, gucke ich gerne einfach einen Stream. Und grinde dann vor mich hin. Sammel Erfolge und sowas. Leveln und so. Macht mir Spaß. Aber selber streamen und dabei grinden und sich mit netten Leuten unterhalten im Chat macht auch Spaß. Deswegen habe ich heute wieder angemacht. So. Zack. Ja, zum Runterkommen ist grinden ganz gut. Ja, genau. Und einfach halt nicht nachdenken, ne? Ah, wir können auch gleich mal. Ups. Dong, 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 dong. Machen wir mal das ausprobieren. Hallo. Danke. Oh, noch 6. Ich hätte ja auch gerne mal einen neuen Begleiter. Pferdsch. Oh, Blume. Wie konnte ich die nur übersehen? Blumen sind doch das Wichtigste überhaupt. So. Zischelskugel will ich. Ja, ja. Ich finde, irgendwie ist hier so wenig Musik. Ich möchte mehr Musik. Kann ich das einstellen, dass ich mehr Musik will? Kann ich. Was man alles, wenn man streamt, Neues über seine Spiele lernt, die man schon 13 Jahre spielt. Thank you.
Und dann gerade bedrohliche Musik. Donnerechsen muss sich hochziehen. Irgendwas Gefährliches. Geben Schocks noch von sich. Hier sind gefährliche Sachen. Hey, leeren Wandler. Die Leere. Oh je. Die Leere kommt auch immer wieder in den verschiedensten Phasen von WoW. Spielt immer eine wichtige Rolle. Und die Kugel nehmen. Hand abziehen. Oh. Donnerechsen, da sind Donnerechsen. Davon muss ich noch 6 hochziehen. Ach, zum Glück, ich dachte gerade, ich ersticke doch sicherlich bald, aber ich habe hier den. Hier noch eine irgendwo. Da. 2 sogar noch. Musik. Das ist doch, muss man doch echt mal sagen, das ist echt schöne Gaming-Musik. Wo kann ich den? Yay! Habe ich lange für gefarmt. Wirklich schön orchestriert, die Musik. Komme ich denn hier raus? Hallo, da. Noch mal den schönen Hengst. Quest? Nee, abgeben. Ich habe tatsächlich auch nur diesen blutroten Gezeitenhengst als Wasserreittier. Es gibt noch mehr, aber ich habe nicht mehr freigespielt. Nicht mehr gefunden und was auch immer. Kleines Häschen. Blume. Oh, Entschuldigung. Ein bisschen müde. Weiter geht's. Die triggert mich hier, die muss ich mal ausblenden. Kurz die Brachland-Quest. Rallhall. Missglückt. Hattet ihr irgendwelche Schwierigkeiten? Ich bitte euch, mir eine Kugel zu bringen und ihr bringt den halben Goblin mit, der noch dran klebt. Eine sehr schöne Arbeitsweise. Nun, ihr wart sicherlich eine helfende Hand. Ich möchte euch nun auch einen Gefallen tun. Ich möchte erstmal die anderen abgeben, bitte. Donner von unten.
Die Elektrizität der Echsen war nur eine Gefahr. Wenn die Kadaver zu lange im Wasser geblieben wären und weitergerottet hätten, Mann, wäre das Wasser bald nicht mehr trinkbar gewesen. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Vorwärts zum Sieg! Die Warnungen nicht beachten. Seht ihr, die Geschichten des Schamanen sind nicht mehr als eine Bettgeschichte für einen Jüngling. Die neue Horde nimmt sich, was sie will, und verschwendet mit solchen Schwachsinn nicht ihre Zeit. Falls ihr dazu kommt, könnt ihr ja Shin und auch allen anderen, die sein Verhalten unterstützen, sagen, dass sie eure Zeit nicht vergeuden sollen.